Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Kleine Planänderung, ich hatte eigentlich was anderes für heute gedreht, allerdings war die Aufnahme kaputt. Es war alles wie so in Zeitlupe und das kann ich nicht hochladen. Ihr kennt meinen Content, ich probiere euch den High-Quality-Content zu geben, den ihr gewohnt seid, mehr oder weniger, manchmal weniger, eigentlich eher weniger. Aber ihr kennt mich. Ich habe für heute was anderes geplant. Und zwar, vielleicht habt ihr es mitbekommen, aktuell kursiert so ein ganz bestimmtes TikTok überall. Und der TikTok-Crash hat mich gefangen. Und ich verbringe den ganzen Tag nur noch auf TikTok und habe von Meredith Beauty, ich blende euch das alles ein, etwas gesehen, was mich völlig verstört. Diese Make-up-Technik. Und wir probieren das Ganze heute aus. Das ist die unnatürlichste Make-up-Challenge, die es wahrscheinlich überhaupt geben wird. Aber guess what? Wir sind auf meinem Kanal und je unnatürlicher das Make-up aussieht, desto besser. Bevor es losgeht, eine Sache. Ich hatte schon mal gedreht, deswegen mache ich es jetzt einfach nochmal. Yesterday hat mich gefragt, ob ich euch mitteilen kann, dass es aktuell einige Reinigungsprodukte mit Rabatt gibt auf deren Website. Und ich habe euch mal zwei meiner Favoriten mitgebracht. Das sind jetzt die Verpackungen. Das ist einmal das Advanced Snail Mucin Cleanser. Generell Korean und Asian Skincare Produkte sind sehr, sehr gut. Das sind einige meiner Produktfavoriten. Ich habe euch alle, die ich getestet habe, und ich habe einige getestet, einmal unten in die Infobox geschickt. Ich habe die Ende November zugeschickt bekommen und seitdem wechsle ich das immer so ein bisschen durch. Also meine Korean Reinigung Skincare Favoriten sind einmal für euch unten in der Infobox verlinkt. Keine bezahlte Werbung. Sie haben mich gefragt, ob ich euch das mitteilen kann. Das mache ich natürlich. Schadet nichts, kostet nichts und ihr habt vielleicht einen schönen neuen Reinigungsschaum oder einen neuen Reinigungsgel-Cleanser, den ihr euch da gerne mal anschauen könnt. Okay, Freunde. Wir schauen uns jetzt einmal das TikTok an. Ich mache das Ganze ohne Ton. Ich blende euch das Ganze einmal hier ein. Okay. Ich glaube, ihr wisst, dass das Ganze... Also es sieht schon so aus wie mein Make-up eigentlich. Also mehr ist mehr. Ich habe jetzt noch gar nichts drauf. Ich benutze jetzt einfach schnell meine Pflege hier von Beauty Mates. Die benutze ich ja ganz gerne. Das sieht man nämlich nicht. Wir probieren jetzt einfach mal diese TikTok Make-up-Packs aus. Eventuell schneide ich hieraus auch ein TikTok. I don't know. Wir lassen das Ganze einmal kurz einziehen. Und das erste Produkt, ich habe mehrere Videos von ihr gesehen. Und sie benutzt eigentlich immer dieselben. Und aktuell sind einige Produkte durch sie wieder in den Hype gekommen. Einmal diese Becca Zero Primer Foundation. Das ist eigentlich eine Foundation, ist es nicht. Und sie geht einfach mit ihrem Finger hier rein. Nimmt das so auf. Und das ist... Oh, also, ich arbeite nicht so gerne mit Fingern. Und sie verteilt sich das alles in ihren Fingern. Das ist so verrückt. Also Primer, kein Problem. Aber jetzt, Freunde. Eventuell die TikToks... Ich weiß nicht, wie TikToks viral gehen, warum das so ist. Manche tun's, manche tun's nicht. Ich mag diesen Primer eigentlich ganz gerne. Das ist so ein Silikon-Primer. Ich gebe mir hier noch so ein bisschen mehr hin. Der verschließt so ein bisschen die Poren. Ich denke mal, auf die Menge, die sie in diesem Video benutzt, also ich benutze ja schon viel Make-up, Freunde, ihr kennt mich, ne? Aber das, was sie da benutzt, das ist ja nicht mehr normal. Und sie benutzt ihre Hände. Und ich habe so ein bisschen recherchiert. Ich habe einige Produkte, die sie hat, habe ich auch hier. Deswegen machen wir das Ganze. Wir mischen nämlich jetzt als allererstes eine Foundation mit einem Highlighter. Und zwar die deckendste Foundation, die ich habe. Aktuell stehen jetzt hier beispielsweise die Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Foundations hier. Und wir geben uns jetzt hier eins, zwei von der Farbe und drei. Zählen wir schön. Und das Krasse ist, also es ist ja auch die größte Make-up-Verschwendung überhaupt. Und dann mischt sie einen Highlighter mit rein. Ich habe jetzt hier... den Becca Backlight Priming Filter. So. Und dann nimmt sie so einen Pinsel, mischt sich das und verteilt sich das im Gesicht. Ach so, halt! Ein Haarband. Soll natürlich auch ganz besonders bekloppt aussehen. Und dann nimmt sie diesen Pinsel und verteilt sich das im Gesicht. Und dann, also ich habe hier gefühlt noch Foundation für ganz Berlin übrig. Oh. Früher hat man die Foundation ja mit den Händen eingearbeitet, deswegen könnte das eine Möglichkeit sein. Freunde, let's give it a try.
Nee, ne. Das Problem ist, ich habe einen Bart. Aber vielleicht durch die Wärme der Hände verteilt sich die Foundation ganz besonders gut. Ne? Also, vielleicht, manchmal lernt man ja wirklich was auf TikTok, ne? Aber wie hat man den Full Coverage Foundation mit den Händen eingeblendet? Also, ich habe hier ja immer noch was drauf. Ich muss auch so ein bisschen gucken mit dem Bart, aber wir machen jetzt erstmal die Hände sauber, weil das ist ja widerlich. Und Freunde, glaubt mal nicht, dass das schon war, ne? Es kommt. Ist auch so eine Verschwendung. Okay, ich nehme jetzt meinen Schwamm, weil es ist so ein Cut drin und dann ist es ausgeblendet auf einmal. Deswegen blende ich das Ganze jetzt hier einmal aus mit meinem Schwamm. Extrem viel, ne? Also jetzt ausgeblendet, finde ich, geht es ganz gut. Und ich muss auch sagen, also abgesehen davon, dass es halt extrem viel ist, sieht die Base aber sehr schön aus. Also ich habe ja wirklich extrem viel Make-up benutzt jetzt. Aber es sieht trotzdem so ein bisschen glowy aus, dadurch, dass ich das halt mit diesem Highlighter gemischt habe. Es ist ganz schön frisch, oder? Freunde, aber ihr glaubt doch nicht, dass es das schon war, ne? Es geht nämlich weiter in dem TikTok und dann nimmt sie eine flüssige Foundation und tropft sie sich rüber. Sie benutzt die Catrice HD Liquid Coverage Foundation. Und ich weiß, dass wenn das jetzt passiert, mein Gesicht einfach abbröckeln wird. Und dann macht sie es natürlich so super elegant und queen, wie sie ist. Ich liebe sie übrigens. Und gibt die nochmal rüber. Ich mische aber jetzt hier die Rival Foundation noch mit rüber. Und dann nimmt sie den Schwamm, glaube ich, oder macht sie es mit den Händen, mit dem Schwamm und arbeitet das nochmal mit ein. Und das ist etwas, das verstehe ich nicht. Ich habe doch gleich ein komplett neues Gesicht hier, eine neue Identität. Okay, ich komme ein Stückchen näher. Also, ich muss schon sagen, es sieht schon krass aus, ne? Also, ja, ich müsste jetzt die Augenbrauen so ein bisschen sauber machen vielleicht und die Foundation hier mal rauskriegen. Ansonsten ist es aber. Girl. Also, es sieht jetzt verrückt aus, natürlich, weil die Lippen und die Augenbrauen extrem übermalt sind, ne? Aber wenn man jetzt ganz genau meine Haut sich einmal anguckt, ist das gar nicht schlecht. Ist jetzt natürlich die Frage, möchte man jeden Tag ungefähr eine halbe Flasche Foundation ins Gesicht klatschen? Ich glaube nicht. Aber Freunde, wir sind ja hier und das Ganze geht selbstverständlich noch weiter. Und zwar Concealer. Ich schaue noch mal kurz einen TikTok an. Foundation, Foundation, ausblenden, Concealer. Okay, sie hat Concealer benutzt. Wir nehmen jetzt einfach mal hier ein. Das ist der Dose of Colors Concealer. Das bringt halt nichts, ne? Tarte Shape Tape. Und noch den hellsten, den ich hier gerade habe, Kat Von D. Ausblenden. Gott, mein armes Gesicht, ne? Ich muss das ja auch alles wieder wegmachen heute Abend. Ich trage das bis zum Ende des Tages heute. Ich sag's euch. Also, es sieht super glowy aus, liegt aber einfach daran, dass ich eine Flasche Foundation im Gesicht habe. Was ich jetzt nicht verstehe, ist, sie settet das Ganze und zwar nicht mit einem Baking-Puder. Also, ich muss das hier doch baken. Ich gehe jetzt mal mit dem Rest hier, den ich habe, unter meine Augen lang. Das ist jetzt nicht Crease, weil ich habe so viel Foundation im Gesicht. Das muss ich doch setten. Ich nehme jetzt hier einen festgebundenen Pinsel und sette das mit einem Puder. Das ist das Wet n Wild Puder. Die Frage ist jetzt, ja, also hier seht ihr den Glow, hier ist es matt und das sieht aus wie eine zweite Haut. Also, das sieht nicht aus wie eine zweite Haut, ne? Aber es sieht schon verrückt deckend aus. Wir setten mal jetzt hier weiter. Ich habe das Gefühl, dass sich die Foundation wie so Farbnasen an meiner Nasenspitze absetzen. Okay. Ich muss jetzt hier trotzdem mit einem Baking-Puder runtergehen. Das läuft mir doch sonst alles überall hin. Alright. Ja, ne? Also ist halt eine Menge Foundation. Erkennt man mich noch? Keiner weiß. Wir nehmen Pinsel und jetzt konturieren wir. Und sie macht so coole Bewegungen dabei. Das habe ich neulich schon probiert. Sie geht einfach immer hier nur so rauf und stempelt einfach nur so. Man sieht sofort einen Unterschied, ne? Das Coole beim Stempeln ist, dass ihr die Foundation, beziehungsweise die 10 Kilo Foundation, die ihr jetzt im Gesicht habt, nicht bewegt. Also ihr presst das wirklich einfach nur rauf. Das sieht aber schon krass aus, ne? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mein Gesicht brennt. Wundert es uns? Nein. Dann nehmen wir einen Blush und nehmen denselben Pinsel und gehen hier in die Butterpalette rein. Ich liebe diesen Blush, weil ihr Make-up sieht extrem glowy aus. Ich lade den Pinsel richtig gut auf und wir stempeln wieder. Das juckt überall. Ah! Highlighter? Brauchen wir noch Highlighter? Natürlich brauchen wir noch Highlighter, oder? Ich weiß auch nicht, was dieses Video soll, ne? Ich glaube, das ist einfach die unnötigste Make-up-Challenge der Welt. Aber ich muss ein bisschen sagen, ich liebe es ein bisschen. Fragt mich bitte nicht, warum. Ich nehme auch hier die krassesten Highlighter, die ich habe, von Physicians Formula in diese beiden hier. Und
dann hat sie das auch gefühlt überall hin verteilt, ne? Damit das so natürlich, wie es geht, aussieht. Dann machen wir einmal die Augenbrauen kurz drauf. Ich hoffe, ich kriege diese ganze Foundation hier raus. Finde nicht das Video die unnötigste TikTok-Make-up-Challenge der Welt, weil das ist ja wirklich unnötig. Ich habe das Gefühl, ich brauche extrem viel von der Augenbrauenstiftseite hier, weil ich sonst die Farbe einfach nicht reinkriege. Okay, die Augenbrauen sind einmal drauf. Eigentlich wollte ich es euch nicht erzählen, aber ich habe heute Nacht geträumt, dass Kylie Jenner persönlich mir ihr Lippengeheimnis verrät. Natürlich benutzt sie nur Lip Liner und keine Lipfiller, obviously. Nein, ich habe wirklich heute Nacht davon geträumt und wir probieren es jetzt einfach mal aus. Sie erzählte mir ganz privat und persönlich, also verrückt eigentlich, dass sie zwei Lip Liner benutzt. Und zwar erst den dunklen und oben drüber den hellen. Ich habe jetzt hier den von Nabla, den mag ich ja gerne. Und damit male ich mir jetzt einfach mal die Lippenkontur nach. Okay, das muss nicht so ordentlich sein, denn sie nimmt dann einen helleren und übermalt diese Linie dann mit dem helleren Lip Liner, damit der Übergang zwischen dem dunklen Braun und ihrer eigenen Hautfarbe, die ja nicht ihre Hautfarbe ist, sondern sie benutzt bestimmt genauso viel Foundation wie ich, nicht so auffällt. Oh, Freunde, wenn ihr meinen Bart sehen könntet von Namen. Ha? Kylie? In meinem Kopf? Ich nehme jetzt einen Liquid Lipstick. Und selbstverständlich einen Gloss. Mascara. Probiere jetzt mal so ein bisschen Foundation aus meinem Bart zu kriegen. Normalerweise habe ich das Problem nicht. Okay, Freunde, was sagt ihr? Seht ihr einen Unterschied zu sonst? Ich muss mir das von Namen anschauen. Also es ist schon eine Menge Make-up, ne? Extrem viel Make-up und es sieht extrem trocken aus. Ich fühle mich auch ein bisschen angemalt. Also ein bisschen ist gut. Ich habe 10 Kilo Make-up im Gesicht. Vielleicht wird es besser, wenn ich das Ganze sette. Es sieht auf jeden Fall in der Kamera krass aus. Also ich komme mal ein Stückchen näher ran, ne? Man sieht keine Poren mehr. Na klar, ich habe ja auch 10 Kilo Make-up im Gesicht. Ich finde, meine Augenbrauen haben immer noch Foundation drin. Kamera, top, Alltag, no way. No way. Das ist so viel Foundation. Also erstmal ist das eine pure Verschwendung. Und zweitens geht das Ergebnis auch natürlicher mit weniger. Guess what? Wir brauchen es nicht. Aber es hat auf jeden Fall tierisch Spaß gemacht. Ich muss mir jetzt dringend einmal die Hände waschen und das TikTok mir noch 10-mal angucken, weil es ist so faszinierend, ne? Also es hat schon Spaß gemacht, sich das anzugucken und auch das nachzumachen. Würde ich es jeden Tag machen? Ich glaube, die Antwort kennt ihr eher nicht. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst mir gerne ein Feedback da, ob ich öfter mal TikTok-Videos nachstellen, nachschminken soll und meine Meinung zu deren Techniken abgeben soll. Schaut auf jeden Fall bei YesDay vorbei. Ich habe einen Code für euch, mit dem ihr auf die Reinigungsgele ein paar Euro Rabatt habt. Und ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Ich werde mich jetzt, glaube ich, direkt wieder abschminken gehen. Bis zum nächsten Mal.